Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 zu Kapitel 14 der Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir sind mitten im Zumarsch auf den Satz der offenen Abbildung, oder von der offenen Abbildung. Und zwar hatten wir bewiesen dieses Lemma 14.7. Und jetzt kommt noch ein technisches Lemma weiter, nämlich Lemma 14.8. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen uns einen Banachraum X, einen normierten Raum Y, einen Operator, der von X nach Y schießt, einen abgeschlossenen Graphen hat und diese Bedingung 5 erfüllt. Das heißt, es gibt ein Epsilon, sodass ich im Bild von U Abschluss unter T immer noch Delta V reinpacken kann. Wobei V wieder die Einheitskugel, die offene, in Y ist. Dann ist der Abschluss T von U für jedes Epsilon größer 0 enthalten in 1 plus Epsilon mal T von U. Das heißt, ich nehme mir den Abschluss und blase quasi das Bild ein bisschen auf, um ein Epsilon auf, und dann ist sofort mein Abschluss in dieser neuen Menge drin. Das heißt, ich mache nur ein bisschen mehr und habe quasi insgesamt mehr, als der Abschluss zulässt. Ja, das ist eine Aussage, da weiß man nicht so genau, was man damit anfangen soll. Das ist halt technisch, ne? Und deswegen wird es jetzt im Beweis auch nochmal ein bisschen technisch werden. Aber danach, das kann ich schon mal versprechen, wird es schöner. Also Beweis von Lemma 14.8. Also der erste Schritt ist quasi so ein bisschen Notationsgeplänkel. Wir nehmen mal ein Epsilon 1. Epsilon 1 setzen wir konstant 1 und wählen Delta so, dass eben diese Formel 5 erfüllt ist. So, wann ist Formel 5 erfüllt? Das ist also im Prinzip nichts anderes, als dass das der Abschluss des Bildes von U unter T eine Obermenge sein soll von Delta mal V. So, das nennen wir Sternchen. Das heißt, wir sind in der Situation, wir haben hier T von U quer und da drin irgendwie unser Delta V enthalten. So kann man sich die grobe Situation mal skizzieren. So, jetzt wählen wir eine Nullfolge, Epsilon n. Wähle Nullfolge Epsilon n. N größer gleich 2, Epsilon 1 haben wir ja schon. Und zwar wählen wir die so, dass die alle positiv sind und monoton. Also Epsilon n minus 1 soll größer sein als Epsilon n. Und die sollen noch so eine Wachstumsrestriktion erfüllen, nämlich die Reihe über die Epsilon n soll kleiner sein als ein vorgegebenes Epsilon. Wir wollen ja diese Aussage zeigen für alle Epsilon größer 0. Das heißt, streng genommen hier vorne vor sei Epsilon größer 0. Also das ist fix im Hintergrund. Ne? So. Zu diesen Setzungen legen wir noch fest eine Folge Delta n. Delta n soll einfach sein, das Delta, was hier oben in der Sternchenbedingung gilt, mal das Epsilon n. Ist eine Nullfolge, ne? Wenn das nämlich eine Nullfolge ist, dann ist das fixer Faktor mal Nullfolge auch wieder eine Nullfolge. Das ist schon mal im Hinterkopf zu behalten. So, und damit können wir jetzt ein bisschen was machen. Also, und zwar nehmen wir uns jetzt ein Y aus T von U quer. Und zu zeigen ist jetzt, dass das in 1 plus Epsilon mal T von U liegt. Das ist der grobe Ablauf. Also, dann folgt dadurch, dass Y hier drin liegt, es gibt ein Z1 aus dem Bild von U unter T. Und zwar derart, dass die Differenz Y minus Z1, die nennen wir Y2, sodass die in Delta 2 mal V liegt. So, kurze Skizze. Z1 liegt also irgendwo im Bild. Und das Y liegt im Abschluss, kann also zum Bleistift hier liegen. Ne, mal ganz plakativ hingemalt. Und dann ist die Differenz in Delta 2 mal V. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen doof skizziert, wenn man das mal so visualisiert. Aber was wäre die Differenz, wenn wir jetzt irgendwo das Nullelement auszeichnen? Und das muss ja in Delta V liegen, das Nullelement, weil V ist ja die Einheitskugel. Dann können wir uns ungefähr vorstellen, was das heißt, weil dann haben wir hier den Vektor Y und hier haben wir den Vektor Z und den setzen wir jetzt quasi in Y dran. Und dann finden wir hier Y minus Z1.
Das liegt dann auf jeden Fall in Delta 2 mal V, also in einer etwas kleineren Umgebung nach der Konstruktion des Deltas und des Delta 2s. Weil das ist ja gerade Delta mal Epsilon 2. So. Also das ist quasi das Bild dazu. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Delta 2 einzeichnen möchte, dann könnte es zum Beispiel irgendwie so aussehen. Das wäre dann Delta 2. V. Und auf die Art und Weise werden wir jetzt kleinere Mengen konstruieren, die sich dann irgendwie zusammenziehen müssen. Das ist so der grobe Gedanke. So, jetzt haben wir Sternchen gehabt. Sternchen war ja diese Inklusion, dass T von U abgeschlossen eine Obermenge ist von Delta V. Jetzt können wir das natürlich iterieren. Ne? Jetzt haben wir was aus T von U quer genommen, ziehen ein bisschen was ab, landen also im Inneren und landen in Delta 2V. Das heißt, wir haben jetzt im Wesentlichen die Eigenschaft, dass Delta 2 mal V in T von Epsilon 2 U liegt. Und das abgeschlossen. Ne, das ist so eine induktive Fortsetzung, weil T von Epsilon 2 U ist jetzt ein bisschen kleiner, sozusagen. Aber diese orangene Menge liegt da halt drin. Das ist der Kerngedanke. Und da ist noch ein Implikationsfall zwischen. So, und das Argument wiederholen wir jetzt. Ne? Wir haben jetzt hier Y2 gesetzt, das heißt, zu Y2 existiert jetzt ein Z2 aus T von Epsilon 2 U, also in dem etwas kleineren Gebilde hier sozusagen, derart, dass Y2 minus Z1 minus Z2, und das ist nichts anderes als, wenn man sich das nochmal anguckt, Quatsch, nicht Y2, Y minus Z1. Minus Z2, also wir ziehen jetzt zwei Vektoren ab. Das heißt, wir hätten jetzt hier noch ein Z2 und würden das hiervon wieder abziehen. Jetzt ist Y minus Z1 aber natürlich nichts anderes als Y2 minus Z2, sodass das hier, das nennen wir dann Y3, oh Wunder, sodass das hier drin liegt in Delta 3V. Und dann sagt uns Sternchen wieder, okay, Delta 3V, das ist eine Teilmenge von T von Epsilon 3 U und dann abgeschlossen. So, und das eiert man jetzt induktiv durch, ne? Also induktiv für n aus n konstruiere Elemente. Ja, die Elemente heißen Zn und liegen jeweils aus T von Epsilon n U. Und entsprechend die zugehörigen Elemente Yn n aus Delta n V. Sodass Y minus Summe J gleich 1 bis N ZJ gerade Y N plus 1 ist. Das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen monströs aus, aber es ist nichts anderes als das, was wir hier gemacht haben. Ne? Wir ziehen beim ersten Schritt Z1 ab, beim zweiten Schritt Z1 minus Z2 und induktiv ergibt sich natürlich genau diese Aufschlüsselung. Ne? Das ist also nichts Dramatisches zu zeigen. Und mit diesen Pünktchen und mit diesen konstruierten Elementen, da können wir jetzt den Beweis im Prinzip zu Ende machen. Weil jetzt müssen wir zeigen, dass man dadurch tatsächlich erreicht, dass das Y, was wir gewählt haben, auch wirklich in 1 plus Epsilon TU liegt. Also, wähle XJ aus Epsilon JU. Und zwar derart, dass txj gerade zj ist. Also wir nehmen uns quasi die Urbilder. Jetzt ist ja Summe j gleich 1 bis unendlich über die Norm xj. So, das können wir jetzt abschätzen durch. Ne? Wir sind in Epsilon j u. Das heißt, fürs Erste ist das gerade in der Einheitskugel. Das heißt, der erste Summand ist gerade kleiner gleich 1. Und der Rest ist jeweils kleiner als das Epsilon J. Und das haben wir ja in Schritt 1 konstruiert, sodass es kleiner ist als Epsilon. So. Jetzt ist X ein Banachraum. Also X Banachraum. Das heißt, X ist vollständig. Das ist jetzt wieder die Geschichte mit, was können wir aus der Vollständigkeit von Räumen folgern. Und mit der Vollständigkeit wissen wir, dass
ein Element x existiert, das gerade Summe j gleich 1 bis unendlich xj ist. Weil das heißt ja nichts anderes, als dass das Ding hier konvergent sein muss, ne? Das ist eine konvergente Majorante, damit muss das konvergent sein. Und dementsprechend muss das hier als Grenzwert sozusagen existieren. Und wo liegt es? Naja, in 1 plus Epsilon mal der Einheitskugel. Das war Discord. Ein Moment, bitte. Kann ich gerade nicht schließen. Verdammt. Jetzt aber zumachen. So, also das liegt in 1 plus Epsilon U. Und jetzt hatten wir ja hier oben zwei Sternchen, was bei mir schlauerweise nur ein Sternchen erhalten hat. Das ist zwei Sternchen. Jetzt haben wir zwei Sternchen, der ja gesagt hat, wie das Yn plus 1 aussieht. Ne? Das heißt, zwei Sternchen ergibt nun, naja, gut, die Summe j gleich 1 bis unendlich xj konvergiert gegen x. Und wenn ich das Ganze in t einsetze, habe ich ja t von Summe j gleich 1 bis unendlich xj. Das ist aber durch die Linearität nichts anderes als die Summe j gleich 1 bis unendlich txj. Naja, und txj haben wir aber gerade so gewählt, dass es zj ist, ne? Also ist das nichts anderes als Summe j gleich 1 bis unendlich zj. zj ist aber nichts anderes, also die Summe j gleich 1 bis zj ist nichts anderes als y minus yn plus 1. Ne? Das ist zwei Sternchen. Hier kommen zwei Sternchen zum Tragen, weil das ist einfach nur diese Gleichung umgestellt. Ne? Dann haben wir das hier stehen und das konvergiert natürlich gegen y, weil das ist eine Nullfolge. Das folgt sofort hier raus. Genau. Und der ganze Grenzprozess, den wir hier haben, ist jeweils natürlich für n gegen unendlich gemeint. So, jetzt haben wir alle Voraussetzungen verbraten. Bis auf den abgeschlossenen Graphen. Den haben wir noch nicht benutzt. Den benutzen wir jetzt. T hat abgeschlossenen Graphen. Das heißt, unser Y ist ein Tx. Und Tx ist allerdings nach Definition dieses x als Grenzoperat, als Grenzwert sozusagen, gerade in T von 1 plus Epsilon U. Und T ist linear, also ist das 1 plus Epsilon T von U. Ne, der abgeschlossene Graph kommt halt deshalb zum Tragen, weil eben der Grenzoperator oder der Grenz, das Grenzelement dann als Bild noch drin liegt. Ne, das ist die Abgeschlossenheit des Graphen. Und dann haben wir eben y in 1 plus Epsilon TU und y war beliebig. Das heißt, wir haben hier stehen, T von U quer ist Teilmenge 1 plus Epsilon T von U und Epsilon war ebenfalls beliebig. Also haben wir damit die Behauptung. So, also wie gesagt, das ist ein technisches Ding. Hat jetzt nicht die Riesenrelevanz, sag ich mal. Ne? Ist halt ein Hilfslemma. Ganz klar. Und jetzt müssen wir eigentlich die interessantere Geschichte machen. Jetzt wollen wir damit nämlich wirklich mal zu dem Resultat kommen, was uns interessiert. Und das ist der namensgebende Satz von der offenen Abbildung. Und das ist auch wieder, glaube ich, ein Theorem. Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir nehmen uns zwei Banachräume, x und y, und wir nehmen uns einen stetigen Operator dazwischen, einen stetigen linearen Operator. So, dass das Bild von zweiter Kategorie ist in Y. Und das reicht aus, dann ist T schon offen. Und das ist ein Satz. Erstens ist er nicht offensichtlich. Zweitens, wenn man die beiden Lemmata nicht hat, ist er sauschwierig zu beweisen. Und drittens, man erahnt zwar noch nicht, wofür man ihn alles verwenden kann, aber das werden wir gleich sehen, weil da kann man wunderbare Dinge draus holen. Beweisen wir den kurz. Das geht jetzt wirklich schnell. Also Beweis von Theorem 14.9. Das läuft folgendermaßen. Der Operator T ist ja offen,
falls diese Formel 14.1 gilt oder falls Formel 1 gilt. Ich zeige euch die nochmal ganz kurz, weil das ist aus dem letzten Video, da kann man nochmal eben drauf gucken. Das ist diese hier. Ja, für jedes x aus der Menge m, also metrischen Raum m, und für jedes epsilon gibt es ein Delta, sodass das Bild der epsilon-Umgebung von x in x quasi Obermenge ist einer Delta-Umgebung des Bildpunktes f von x in dem metrischen Raum n. Das ist das Wichtige an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir nur quasi folgern, dass diese Bedingung erfüllt ist. Diese Bedingung 1 gilt natürlich insbesondere mit dem Delta aus dem Beweis von 14.8. Na, also mit dem Viech hier oben. Wo haben wir es? Mit dem Delta hier. Und das Delta existiert, weil, ne, wir haben ja vorausgesetzt, dass quasi 14.7 anwendbar ist. Und entsprechend haben wir die Voraussetzung von 14.7 zu prüfen. Die Voraussetzung von 14.7 ist aber lineare Operator zwischen zwei normierten Räumen mit dem Bild von zweiter Kategorie. Und das ist genau das gleiche wie hier. Hier setzen wir nur noch Banachräume voraus, damit Lemma 14.8 greift. Ja, das heißt, dieses Delta existiert nach 14.7 und 14.7 ist anwendbar, da x, y Banachräume und r von t von zweiter Kategorie in y. Das ist sozusagen der Gedankengang, der dahinter steckt. Und das ist es auch schon. Ne? Also mehr kommt da heute, mehr kommt in diesem Beweis einfach nicht mehr. Ne? Damit folgt nämlich die Behauptung. Also man sieht, dadurch, dass wir die technische Vorarbeit in die Lemmata verlagert haben, ist jetzt relativ einfach zu beweisen, warum der Satz gilt. Und man muss halt nur verstehen, wie die Lemmata ineinander greifen. Gut, das ist sozusagen das Hauptresultat dieses Abschnitts. Und jetzt bilden wir erstmal einen wichtigen Spezialfall. Der wichtige Spezialfall ist der Satz vom inversen Operator. Und das formulieren wir folgendermaßen. XY nehmen wir Banachräume und T nehmen wir in L von XY so, dass es bijektiv ist. So, und dadurch, dass es bijektiv ist, ist natürlich das Bild ganz Y, also von zweiter Kategorie. Also ist das Ding offen und durch die Bijektivität überträgt sich die Stetigkeit dann auf T hoch minus 1. Ja, das ist im Wesentlichen der Beweis, den schreibe ich jetzt nur noch mal einmal kurz hin. Das ist die Kernidee dahinter. Eins wollte ich noch sagen zum Beweis von 14.9. Und zwar, wenn man diesen Beweis analysiert, den wir hier gemacht haben, ist nirgendwo eingegangen, dass T stetig ist. Das heißt, wir können auch die Stetigkeit von T fallen lassen und können dann quasi den Satz von der offenen Abbildung beweisen für einen Operator T von x nach y, der nur linear ist. Also der muss nicht zwangsläufig stetig sein. So, jetzt wollen wir eben kurz Beweis von 14.10 machen. Also jetzt haben wir eben diese Zeit oder diesen Moment, wo man quasi aus der Theorie, die bis jetzt aufgebaut ist, einfach mal ernten kann. Ne? Weil jetzt kommen schöne, knackige Beweise mit klaren Ideen. Also T ist bijektiv, das haben wir vorausgesetzt. Das heißt, R von T ist gleich Y, also R von T von zweiter Kategorie, ne? Nach einem Satz von Bär. Ne? Hier kommt der wieder zum Tragen, weil hier geht natürlich ganz krass Satz von Bär ein. 12.6 oder so. 12.4, weiß ich nicht mehr. So, Satz von der offenen Abbildung, 14.9, sagt dann, unter diesen Voraussetzungen ist T eine offene Abbildung. So, Offenheit heißt allerdings Urbilder offener Mengen sind wieder offen. Wenn aber Urbilder offener Mengen wieder offen sind, ist das genau die Stetigkeit von T hoch minus 1. Und T hoch minus 1 existiert natürlich wegen der Bijektivität. Ne? Ist auch klar. Gut, das ist der Satz vom inversen Operator. Ne? Alles schöne, knackige, kurze Beweise.
Gut. Um jetzt weiterzumachen, brauchen wir wieder Quotientenräume. Und zwar insbesondere brauchen wir einen Satz, der garantiert, wann so ein Quotientenraum vollständig ist. Den beweisen wir aber nicht. Den nehmen wir einfach nur wieder so raus. Der Beweis findet sich wie immer im Caballo. Und zwar unter folgenden Bedingungen ist so ein Quotientenraum Banachraum. Und zwar, wenn unser Raum x selber schon ein Banachraum ist und v Teilmenge x ein abgeschlossener Unterraum ist. Und ich einen abgeschlossenen Unterraum aus x rausdividiere, dann ist es ein Banachraum. Also der Quotientenraum. Das werden wir eben nicht beweisen. Darauf werden wir jetzt halt nur darauf zurückgreifen. Und um zu den beiden schönen Anwendungen zu kommen, nämlich zu Satz 14.13 und 14.14, also zum Satz vom abgeschlossenen Graphen und zum Satz von Hellinger-Töplitz, brauchen wir nur eine Abschätzung, nämlich 14.12. Und 14.12 sagt, wenn wir zwei Banachräume haben und dazwischen einen stetigen linearen Operator, dann ist das Bild von T genau dann abgeschlossen, wenn wir eine Abschätzung dieser Art von 7 haben. Das heißt, wenn wir ein Gamma größer 0 finden, sodass für alle x aus x gilt, das Bild von x in der Norm in y ist größer gleich Gamma mal die Norm der Quotientenabbildung von x. Und das ist einfach nur die Distanz zum Kern von T. Und deshalb ist es auch gerechtfertigt, sozusagen von der Projektion zu sprechen. Das werden wir jetzt auch eben beweisen. Das ist aber nicht dramatisch. Das ist jetzt ein bisschen länger als die beiden anderen, aber es ist nicht dramatisch. Also Beweis von Satz 14.12. Also sei T Hut zunächst mal die bekannte Quotientenabbildung, also T Hut von X Hut. X Hut ist einfach X modulo den Kern von T nach Y. Und zwar derart, dass T Hut von X Hut gerade T Hut von Px gerade gleich Tx ist für X aus X. Das sind sozusagen die gleichen Voraussetzungen wie in Satz 14.4. Das war diese Operatorzerlegung in einen Teil Projektion, einen Teil T-Hut. Und jetzt beweisen wir beide Richtungen getrennt. Wir nehmen erstmal an, wir haben so eine Abschätzung. Und dann zeigen wir, dass das Bild abgeschlossen ist. Also, sei yn eine Folge. Und zwar in R von T. So, jetzt wissen wir aus Satz 14.4, dass das Bild von T das gleiche ist wie das Bild von T Hut. Das heißt, diese Gleichheit sozusagen, die geht aus 14.4 hervor. Und zwar soll diese Folge so gewählt sein, dass yn gegen y konvergiert. Und das y soll aus y sein. Und jetzt definieren wir eine Folge xn. Und zwar einfach durch T Hut hoch minus 1, das Ding ist ja bijektiv, angewandt auf yn. So. Dann folgt, wenn ich die Norm von xn Hut minus xm Hut nehme, ist das nichts anderes als die Norm von t Hut hoch minus 1 yn minus t Hut hoch minus 1 ym. Das ist nichts anderes als die Norm von t Hut hoch minus 1 angewandt auf yn minus ym. Und dafür haben wir ja gerade die Abschätzung nach Voraussetzung. Das ist kleiner gleich 1 durch Gamma mal Norm yn minus ym. So. Ja, genau. Aufgrund dieser Eigenschaft ist das Ding, dieses xn, wie es da oben definiert ist, xn Hut ist das Ding, ist eine Cauchy-Folge. Ne? Das heißt, xn Hut ist Cauchy-Folge. Und zwar im Quotientenraum, also in x Hut gleich y modulo Kern von t. So, 14.11 sagte gerade, wir haben einen abgeschlossenen Unterraum sozusagen. Das heißt, dieser Quotientenraum ist vollständig. Also x Hut vollständig. Da x Banachraum. So. Also x Hut gleich Limes, n gegen unendlich, x n Hut existiert. Und es gilt, das ist jetzt im Wesentlichen das, was den Beweis komplettiert, t Hut
T-Hut angewandt auf X-Hut ist gleich Y-Hut. Ja, wo haben wir es nochmal hier oben, das T-Hut? T-Hut von X-Hut ist im Wesentlichen nichts anderes als T angewandt auf X. Das heißt, T-Hut auf X-Hut ist dann nichts anderes als, als das Y-Hut. So, Y war aber ein Y, das heißt, der Grenzwert liegt auch noch da, wo er liegen soll. Ne? Also daraus folgt dann, wenn ich das Bild abschließe, kommt nichts hinzu, weil ich schon alles drin habe. Das heißt, das Bild ist abgeschlossen. Na, also wichtig ist hier die Vollständigkeit des Quotientenraums aus 1411, dass dann ein Grenzwert existiert und dass dann eben dieser Grenzwert ebenfalls wieder im Bild liegen muss. Ne? Und das ist gerade das, was hier steht. Das ist also die eine Richtung. Die andere Richtung, die geht ein bisschen zügiger, sag ich mal. Und zwar können wir jetzt ja annehmen, dass das ganze Ding abgeschlossen ist. Ne? Also da R von T ist nach 14.4 wieder R von T Hut, abgeschlossen ist. Ist dann natürlich diese Abbildung oder dieser Operator T Hut aus der Menge L von X Hut auf R von T. Ne? Und zwar derart, dass es bijektiv ist. Jetzt operiert das ganze Ding zwischen Banachräumen, denn das ist ein Banachraum. Das liegt in einem Banachraum, also ist das auch wieder ein Banachraum. Und dementsprechend sagt uns jetzt Satz 14.10, ne, das ist der Satz vom abgeschlossenen Operator, dass das T Hut hoch minus 1, dass das stetig ist. Vom inversen Operator, Entschuldigung. Ne, war auf 14.10. Ja, genau. Satz vom inversen Operator sagt uns T hoch minus 1 ist stetig. Ne, wir haben eine bijektive Abbildung zwischen zwei Banachräumen, dann ist die Inverse stetig. So, und wenn die Inverse stetig ist, dann finde ich natürlich so eine Abschätzung aufgrund der Epsilon-Delta-Stetigkeit. Ne? Also das heißt, es gibt eine solche Abschätzung. Wegen Epsilon-Delta-Stetigkeit. Ne, die gilt natürlich für Operatoren genauso. Und damit haben wir das bewiesen. Entschuldigung. So. Ja, genau. Das ist sozusagen das letzte technische Detail. Jetzt kommen noch zwei Anwendungen, die ganz nett sind. Und zwar auch beide irgendwie für sich eine praktische Relevanz haben. Und das erste ist, wie gesagt, der Satz vom abgeschlossenen Graphen. Der hat eine höhere praktische Relevanz. Und danach gucken wir uns mal an, wie das prinzipiell in Hilberträumen wirkt, das Ding. Und dazu dient eben dieser Satz von Hellinger-Töplitz. Also Satz 14.13. Satz vom abgeschlossenen Graphen. Wir nehmen einen linearen Operator zwischen zwei Banachräumen und setzen voraus, dass der Graph abgeschlossen ist. Dann ist das Ding stetig. Na, also wir müssen nur Linearität fordern und Abgeschlossenheit des Graphen. Dann haben wir Stetigkeit. Ja, beweisen wir das kurz. Also Beweis von Satz 14.13. Also was wissen wir? Wir wissen zunächst mal, dass unser Graph abgeschlossen ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine Bijektion konstruieren können, dann können wir folgern, dass quasi die Umkehrung der Bijektion stetig sein muss. Und dann geben wir jetzt einfach mal eine an. Und zwar sagen wir J, die ein X bekommt und abbildet auf ein Element des Graphen, nämlich auf XTX, ist eine lineare Bijektion. Ne, linear ist klar, bijektiv auch. Denn wenn wir eben das X reinstecken als Urbild, dann ist es eindeutig natürlich, weil die erste Komponente ja quasi nur bestimmt. Die zweite Komponente ist uns für das Urbild völlig egal, weil das Urbild steht quasi in Klartext in der ersten Komponente. Ist eine lineare Bijektion von X auf Gamma von T. Und zwar derart, dass J hoch minus 1 ja, einfach so ein Tuppel x, tx nimmt und wieder dekodiert auf das Argument. Ne? Und dann sagt uns das Ganze, und dann sagt uns die vorhergegangenen Sätze eben, j hoch minus 1 ist stetig. Upsi. So.
Jetzt sind ja X und auch der Graph von T Bannerräume. Na, weil der Graph von T lebt in einem Bannerraum. Und ist das entsprechend als Unterraum mit eingeschränkter Norm auch wieder ein Bannerraum. Das ist vernünftigerweise so. Das ist auch der Grund, warum hier J hoch minus 1 stetig ist. Das ist im Wesentlichen wieder inverser Operator. Zwei Bannerräume, bijektiver Operator, dann ist die Umkehrung auch stetig. Schreibt mal hier wieder Satz vom inversen Operator hinter. Genau. Also x und Gamma von T sind Bannerräume, das heißt mit 14.10, das ist jetzt nochmal inverser Operator, folgt J ist stetig. Ja, und wenn J stetig ist und J hoch minus 1 stetig ist, dann muss auch T stetig sein. Denn wäre T nicht stetig, dann wäre J als Komposition nicht stetig. Ne, J ist ja einfach Identität nach T oder T nach Identität, je nachdem, wie man es schreiben möchte. Und dementsprechend, wenn J stetig ist, dann muss jede Komponente sozusagen stetig sein und dann muss T stetig sein. Und das ist es. Das ist der Satz vom abgeschlossenen Graphen. Schöne Anwendung. Und wie gesagt, er erlaubt unter sehr, sehr wenig Voraussetzungen eine starke Aussage. Nämlich, wir setzen nur Linearität voraus und abgeschlossener Graph. Das ist verhältnismäßig leicht überprüfbar. Und können daraus sofort die Stetigkeit abgreifen. Und das ist schon cool. Und jetzt wollen wir das Ganze eben noch einmal anwenden, und zwar eben auf diesen Satz von Hellinger-Toeplitz. Das ist jetzt ein Satz, der nicht unbedingt direkt in dieser Kategorie von Prinzipien der Funktionalanalyse stecken. Also diesen Satz vom abgeschlossenen Graphen, den würde ich auf jeden Fall zu einem der wichtigsten Sätze der Vorlesung zählen. Den Satz von Hellinger-Toeplitz nicht. Der ist einfach nur eine nette Anwendung, um mal zu sehen, was man überhaupt machen kann. Und der bewegt sich jetzt in einem Gebiet, wo wir noch genauer reingucken in Teil 4, nämlich in Hilbert-Räumen. Und zwar sagt der Folgendes aus. Wir nehmen uns einen Hilbert-Raum und T soll ein Operator von H in sich selbst sein. Und zwar symmetrisch linear. Symmetrisch heißt einfach, wenn ich das Skalarprodukt, das wir jetzt im Hilbert-Raum haben, nehme von T, X und Y, dann ist das das gleiche, als wenn ich X und T, Y ins Skalarprodukt schreibe. Und zwar egal welche Vektoren aus H ich reinsetze. Und wenn wir einen symmetrischen linearen Operator haben, dann ist er stetig. Ja, das ist eine Anwendung des Satzes vom abgeschlossenen Graphen, der auch quasi nach dem Satz vom abgeschlossenen Graphen schreit. Ne? Und jetzt muss man nur noch nachweisen, dass das gilt. Und das machen wir folgendermaßen. Ups, falscher Button. Also Beweis von Satz 14.14 ist das, glaube ich, wirklich. Ne? Jo. Also wir nehmen uns mal zwei Folgen. Es gelte xn gegen x und txn gegen y in H für n gegen unendlich natürlich. Ne? Das ist sozusagen unsere Voraussetzung. Und jetzt sehen wir uns ein z in H. Und jetzt rechnen wir mal aus tx im Skalarprodukt mit z. Jetzt ist der Operator t ja symmetrisch. Das heißt, ich kann das T rüberschiften, das ist XTZ. Jetzt schreibe ich mir quasi das X als Limes rum und zieh den Limes aus dem Skalarprodukt, weil das Skalarprodukt in gewisser Weise eine stetige Geschichte ist. Das heißt, Limes n gegen unendlich xn in TZ. So, jetzt kann ich wieder anwenden, dass der Operator symmetrisch ist. Dann habe ich hier Limes n gegen unendlich TXn. Z. Ja, und das ist dann, weil wir quasi vorausgesetzt haben, dass txn gegen y konvergieren soll, nichts anderes als yz. So, und da die Skalarprodukte in gewisser Weise eine Eindeutigkeit verlangen, müssen diese beiden ersten, sag schnell, ersten Komponenten gleich sein. Also folgt damit, so jetzt haben wir es, y gleich tx. Ne, dann wären sie nicht gleich, würde hier irgendwo das Gleichheitszeichen flöten gehen. So, jetzt haben wir aber in 14.6b gezeigt, ich zeige es nochmal ganz kurz, weiß ich jetzt aus dem Kopf nämlich auch nicht mehr. 14.6b ist Gamma von t ist abgeschlossen, wenn für jede Folge xn gilt, xn gegen x.
Txn gegen y impliziert y gleich tx. Haben wir hier vorliegen, die Situation. Ne? Wir haben xn gegen x, txn gegen y und daraus folgt y gleich tx. Ne? Also damit sagt uns das, Gamma von t ist abgeschlossen. Jetzt haben wir auch nochmal eine schöne Anwendung für diese äquivalente Charakterisierung. So, jetzt haben wir also Gamma von t abgeschlossen, Hilbertraum, das heißt insbesondere Banachraum. Ne? Also können wir den Satz vom abgeschlossenen Graphen draufballern, 14.13, und der sagt uns jetzt eben, t ist stetig. Und damit ist der Satz von Hellinger-Töplitz bewiesen. Und damit sind wir auch am Ende angelangt von Kapitel 14. Der eben diesen wichtigen Satz von der offenen Abbildung hat, aber noch wichtiger sind meines Erachtens nach die Anwendungen, die daraus resultieren, also der Satz vom inversen Operator, der Satz vom abgeschlossenen Graphen und in gewisser Weise auch dieser Satz von Hellinger-Töplitz. Das ist halt einfach eine nette Anwendung. Die vorher genannten sind irgendwie dann doch ein Stückchen weit wichtiger, weil die natürlich universeller einsetzbar sind. Logischerweise ist der Hellinger-Töplitz irgendwie auch nur eine Anwendung, aber eine ganz nette Anwendung. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein wenig Freude gemacht und ihr konntet ein wenig was mitnehmen. Ansonsten, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Lob habt, wie immer in die Kommentare. Ganz besonders wichtig in die Kommentare, wenn ihr Fehler findet. Und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht euch eine schöne Zeit und tschüss.